Moin Moin, Grüezi und Hallo. Endlich ist es wieder soweit. Die besten Kitesurfer aus Deutschland und ganz Europa kommen hier am Brandenburger Strand zusammen, um sich spannende Wettkämpfe zu liefern beim 11. Kitesurf Cup Sylt. Vom 30. Juni bis 5. Juli stellen die Kitesurfer hier unter Beweis, was sie drauf haben. Am ersten Tag ist es noch ganz entspannt, es werden noch keine Wertungen gefahren, aber das Gelände ist schon mal geöffnet und wir haben uns einfach mal ein bisschen für euch umgesehen. Strand tut sich gerade schon etwas. Ich sehe hier Sports Director Ron bei der Arbeit. Geh mal ein bisschen näher. Hallo Ron! Hallo, guten Tag! Für alle, die es nicht wissen, was ist denn deine Aufgabe als Sports Director hier beim Kitesurf Cup? Ich muss das ganze Wettkampf koordinieren, so eigentlich die Feierlichkeit natürlich, aber auch wann der Wettkampf anfängt, wann der geendet ist und natürlich auch mit den Judges, die Judging-Kriterien. So was ist für uns ja, belangreich, wie schnell man fährt oder wie hoch man springt, so das müssen wir alles machen. Herzlich willkommen hier bei uns im Sylt 1 Strandstudio. Wir sind hier mitten auf dem Gelände des Kitesurf Cup und werden täglich von dem Großevent berichten. Ja, und das macht alleine aber einfach nur halb so viel Spaß wie mit einem Gast. Und deswegen lade ich mir immer einen Studiogast ein. Heute neben mir Jarek Kuna, Mitorganisator des Kitesurf Events. Hallo Jarek. Hallo Moni. Ja, ist ja eine ganz spontane Nummer, du bist hier für Thilo Treffs eingesprungen, der eigentlich Hauptorganisator ist. Ich kann aber verraten, du bist eigentlich auch der kleine Engel hier. Du hast mir nämlich diesen wundervollen roten Teppich hier ausgetragen. Ja, ich habe dir den Wunsch erfüllt, passend zu deinem Mikroschaum hier, zu dem Schutz hier, passend auch zu Sylt 1 TV-Farben. Ja, roter Teppich, Stars, Sternchen kommen zu uns dieses Jahr. Und deswegen habe ich mir überlegt, Mensch, passend zu eurer Möblierung auch, würde sich ein roter Teppich ganz schick machen. Vielen Dank dafür. Jetzt ist der Startschuss gefallen vor ungefähr einer Stunde hier. Und ja, der 11. Kitesurf Cup Sylt ist eröffnet. Wie geht's dir? Ja, etwas geschafft. Wir haben eine tolle Crew am Start dieses Jahr. Sehr weit fortgeschritten. Die Abnahme erfolgte vor einer Stunde. Wir sind sehr zufrieden. Das Wetter hat auch gut mitgespielt. Es war sehr trocken. Wir konnten sehr schnell arbeiten. Und ja, freuen uns auf gelungene Veranstaltung. Wir haben schon gehört, das Wetter soll ganz gut mitspielen, sogar bis zum Wochenende durch. Also ja, wir freuen uns auf viele Zuschauer, die auch kommen werden, weil eben auch wir hier wegen Programms wegen, nicht nur, aber auch wegen dem Wetter. Und ja. Ich hoffe, es gelingt uns, das Ganze gut durchzuziehen. Heute sind die Fahrer noch nicht auf dem Wasser. Heute spielt sich die Action erstmal hier auf dem Gelände ab. Was wird denn hier alles geboten? Oh, wir haben jede Menge Markenpartner dabei, die halt eben kostenlose Produkte anbieten, zu ausprobieren. Wir haben Marken, Automobilmarken hier wie Mercedes-Benz oder wir vorhin schon erwähnt bei der Moderation, wir können halt sogar Casino-Spiele ausprobieren. Wir haben jede Menge Gastronomievielfalt hier, die halt entweder passend ist zu Sylt und zu uns, also einige Namen wie Gosch oder Antipasti bei uns, auch weitere Partner haben wir auch und ich sag mal, große Vielfalt an Angeboten, für jeden etwas dabei. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei? Puh, mein erstes Event war 2003, ebenfalls hier auf der Insel Sylt in Kampen. Ja. Welches war das? Damals war es noch ein Tourstop der Kitesurf Trophy. Und seit 2006 machen wir hier den Kitesurf Cup auf Sylt. Wir sind ja mit unserem Strandstudio hier zum zweiten Mal dabei. Es ist nach wie vor großartig hier mit euch.
Ja, es gibt aber auch ein paar Neuerungen. Letztes Jahr großes 10-jähriges Jubiläum und dieses Jahr beim 11. Kitesurf Cup ist alles anders, oder? Oh ja, da hat sich einiges getan, das stimmt. Der sportliche Teil wurde überarbeitet. Wir wollen den Sport mehr an die Leute, verständlich an die Leute anbieten. Die Disziplinen wurden ein Stück weit überarbeitet. Also wir sprechen von Teams dieses Jahr, die gegeneinander antreten. Ein Team besteht aus 3 Sportlern. Und ich freue mich wirklich riesig. Wir haben eine Boxengasse wie quasi in der Formel 1, wo Teams gegeneinander antreten. Und es geht tatsächlich nicht darum, einen einzelnen Sportler zu feiern, sondern es gewinnt das Team. Und wir haben schon in einem Partner-Event in Österreich dieses Jahr gesehen, dass selbst ein lokales Team aus lokalen Sportlern beste Sportler geschlagen hat. Also ich wirklich freue mich drauf auf spannende Wettkämpfe und auf Siegerehrung mit viel Champagnerspritzern. Oh, Champagner klingt gut, da sind wir auf jeden Fall auch mit dabei. Du hast gerade die Teams schon angesprochen, 3 Leute je Team. Wie viele Teams haben wir denn am Start? Meine letzte Information sind 7, 8 Teams. Wir haben unter anderem Partnerteams gewinnen können. Also es gibt das Klarmobil-Team, Creme 21 und Flysurfer-Teams. Es gibt auch einige private Teams, die sich zusammengetan haben, um hier zu starten. Und es geht um immerhin 10.000 Euro. Ja, das war meine Hausnummer. Was glaubst du, die Windprognosen, wie sieht's aus? Ich glaube, die nächsten Tage bleibt es einfach sonnig und trocken. Also wirklich wie heute Traumwetter, wirklich um uns hier zu besuchen, um den Sonntag am Strand zu erleben. Ich denke mal, bis Ende der Woche wird sich das natürlich ein bisschen aufstauen. Es wird auch ein paar Gewitter geben und auch ein paar Wind- oder Luftmassenveränderungen und dadurch auch Windböen oder Wind für unsere Kitesurfer. Ja. Das kennen wir aus den letzten Jahren ja die 3 Disziplinen, Racing, Freestyle und Wave, glaube ich. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Also gibt es das quasi in dieser Team-Challenge noch in der Art? Genau, deswegen die 3 Sportler. Die 3 Sportler starten in der jeweiligen Disziplin, messen sich quasi unter anderem in den Teams und dann kommt eine Gesamtwertung dann pro Team. Hand aufs Herz, die Frage muss jetzt kommen. Bist du auch Kitesurfer? Ja, ich komme doch gelegentlich, also pro Jahr einmal aufs Wasser, das schaffe ich schon. Immer wieder quasi von Beginn an das Ganze aufarbeiten. Mehr leider nicht. Und hier auf Sylt, also man spricht immer von besonderen Bedingungen. Ich denke, da kannst du jetzt vielleicht auch mal kurz was zu sagen. Ja, in der Tat. Die Bedingungen auf Sylt sind sehr besonders. Die Brandung, man kriegt ja mit, selbst als jemand, der nicht Kitesurfen ausübt als Schwimmer. Es ist durchaus gefährlich, ins Wasser zu gehen bei Strömung. Also man sollte immer auch schon mal aufpassen. Bei Windbedingungen werden die Wellen auch ganz schön hoch. Also man kämpft nicht nur eben gegen Fahrtrichtung und Wind, also um den Kite in die richtige Richtung zu halten, sondern auch wirklich gegen Wasserbedingungen. Und das ist natürlich, das fordert Kondition, fordert Kräfte bei den Sportlern ab. Und ja, klar, wie bei jedem Sport, der die bessere Kondition hat, gewinnt auch. Es gibt noch eine Neuerung, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Und zwar steht eigentlich jeder Tag unter einem Motto oder einem Schlagwort. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen. Ja, genau. Für unsere Zuschauer haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unsere Veranstaltung noch attraktiver organisieren können. Und zwar gibt es morgen Abend, also pro Tag, gibt es eine spezielle Aktion, die wir vorbereitet haben. Und zwar fangen wir mit Mittwoch an. Da gibt es den Beach Cleanup mit Partnern von unserer Veranstaltung, wo wir halt den Strand aufräumen werden. Und jeder, der mitmacht, für jeden, der mitmacht, gibt es eine Auster und ein Glas Weißwein. Das habe ich mitbekommen. Dann die nächste Aktion ist dann Donnerstag. Dann gibt es halt bei den Partnern, die sich eher auf die Kinderzielgruppe einfügen, da gibt es eine Aktion, wo die Kinder, Drachen basteln können, also spielen. Also geht es darum, halt Kinderbetreuung und so weiter. Und Freitag war, glaube ich, jetzt Livebands. Ja, genau. Jürgen Lenzen haben wir unten am Strand. Live-Musik, wir hatten schon letztes Jahr dabei. Und wir waren so sehr begeistert von dem Menschen, der passt zu uns mit seiner Musik, mit seiner Art, wie er es rüberbringt. Und dazu der passende Sonntaggang. Es gibt nichts Besseres. Also Freitag ist wirklich Must-Have. Da muss fast eigentlich jeder herkommen, um wirklich diese tolle Atmosphäre mitnehmen zu können. Perfekt, also Sie sehen schon, es ist einiges geboten hier beim 11. Kitesurf Cup auf Sylt. Wir bleiben weiterhin dabei und berichten für Sie und ich sage vielen Dank an Jarek für das tolle Interview. Vielen Dank, ebenfalls. Wir sagen Tschüss und bis morgen.